Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Update zum Update im Dezember. Weil es gibt noch ein paar kleine Veränderungen, die sich hier ergeben haben in den letzten Wochen. Und außerdem habe ich jetzt meinen Sonder-Upload-Plan komplett erstellt, sodass ich den euch zeigen kann. Erstmal gibt es in meinem normalen Upload-Plan auch dann, der wird dann natürlich geändert auf 2020, wenn es denn Samstag ist, denn ich glaube zwar am Samstag, ich weiß gar nicht, ist Freitag der letzte? Bin jetzt gar nicht mehr sicher. Freitag oder Donnerstag? Freitag ist glaube ich der letzte. Ne, heute ist ja Donnerstag. Freitag, Samstag glaube ich ist sogar der 28. Heute ist der 28. oder? 29. 3. Oder am Sonntag ist der letzte. Ne, doch am Samstag. Gibt ja nur 30 Tage im November. Okay, egal. Darum geht es auch gar nicht. Sondern darum, dass ich jetzt Morrowind habe ich auf Freitag gelassen und Crusader Kings habe ich auf den Donnerstag verlegt. Ne? Das ist praktisch heute schon gekommen. Ein Teil seht ihr in meinem Upload-Plan. Morrowind kann sein, ich sag's euch gleich, dass das Ganze pausiert wird. Inwieweit 2020 beim Start alles am Start sein wird, ja, das ist die große Preisfrage. Das weiß ich, um ehrlich zu sein, noch nicht. Ne? Inwieweit ich hier Zeit finde, dass ich alles so weit aktualisiere, dass es auch am Start sein wird. Was auf alle Fälle am Start sein wird, werden meine fettgedruckten sein. Ne? Also Dragon's Dogma, Elder Scrolls, der Kaschid-Mönch, Red Dead Redemption, Pathfinder, GTA 5, Oblivion, genau. So, was passiert aber in meiner Winterpause in dem Fall? Sonntag und Montag bleibt der Kaschid-Mönch. Mount and Blade habe ich auf den Dienstag gelegt. Red Dead habe ich euch das letzte Mal nicht angekündigt, wird aber mit erscheinen, habe ich genug vorproduziert und macht jede Menge Spaß. Und deswegen wird es auch in der Winterpause weitergeführt. Wasteland 2, so viele Teile, wie ich noch vorproduziert habe, wird in der Winterpause weitergeführt. GTA 5 ist Wahnsinn, wie mich das Spiel fasziniert. Ja, dann wird zu Ende geführt noch mein Fallout 4, die Staffel 2 und die Staffel 1 von Elder Scrolls 5, auch in der Winterpause, so weit wie es eben geht. Und dann schauen wir mal, wie die nächsten Staffeln dann angelegt sind. Ne? Und am Sonntag noch Elder Scrolls 5, der Kaschid-Mönch. Vom 5. bis 24.12. eine kleine Christmas-Story, die wird auf alle Fälle erscheinen, kleines Wimmelbild, das euch in der Weihnachtszeit begleitet. Und damit noch einmal eine schöne Weihnachtszeit wünsche ich euch. Keine Ahnung, ob ich davor nochmal dazukomme, ein kleines Weihnachtsvideo zu drehen oder vielmehr hochzuladen. Hatte ich ja auch immer so ein kleines Winter-Weihnachts-Video. Wird wahrscheinlich aus Zeitgründen diesmal nicht stattfinden, dass ich das zusammenschneide. Aber mal schauen, vielleicht findet sich ja die ein oder andere Minute, dass ich das noch machen kann und euch noch gesondert eine schöne Zeit wünsche. Aber damit, ich meine, ich habe es ja jetzt hiermit getan. Ne? Alles klar dann. So, also dann. Erstmal Tschüss von mir und wir hören uns hoffentlich in den Kommentaren. Seid bitte nicht ganz so streng mit mir. Ne? Gut gemeinte Hinweise, die nehme ich immer gerne an. Und spoilerfrei natürlich. Ne? Am besten natürlich so,
wie ich frage. Ich frage jetzt öfter, habe ich mir so vorgenommen, dass ich direkt im Video öfter mal so frage. Bei Kingmaker habe ich es zum Beispiel gemacht. So direkt frage, ja, könnt ihr mir das erklären? Könnt ihr mir hier helfen? Ne? Und dann habe ich euch vielleicht besser im Boot und es klappt dann besser und ich verkraule dann niemanden. Ne? Ich habe schon einige verkrault, weil ich deren Kommentare leider ein bisschen, ja, ich sag's mal, ein bisschen härter angegangen bin. Ich sag's mal so. Also dann, ich wünsche euch was Gutes. Ciao.